Es ist niemand froh, hier über die Integration schwätzen zu dürfen. Ich selber habe ja eine Familie mit Migrationshintergrund. Ich bin darüber raus seit 35 Jahren in einem Fußballverein aktiv, wo ich mittlerweile Präsident bin. Ein Fußballverein und andere Vereine, wie ihr es wisst, sind Pilieren von der Integration. Da war ich die letzte Jahr Professor am Lycée Guillaume Kroll zu Esch, wo eine ganz große Majorität von Schülern Migrationshintergrund haben. Und schlussendlich habe ich auch nach Humangeografie, was ich auch mal dazu nicht studiert. All die Erfahrungen haben wir erlebt, Dynamiken an der Immigration, an Dynamiken von der Integration gut kennenzulernen und zu verstehen. Für das Rieter habe ich dann auch von all den Gemeinden und Assoziationen da Wien gelesen, weil das Thema mich wirklich passioniert. Und ich sage Ihnen noch merci dafür. Es hat mich aber ein bisschen perplex gemacht, dass verschiedene Assoziationen die Perspektive von den Lützebäuer an ihrem Avis ignorieren. Ich fange nur mit einer Geschichte. 1963, als mein Schwiegerpap den Haut leider nicht mehr lief, zu Lützeburg gekommen. Er hat 17 Jahre kam aus Sardinien und zu Stengefurt als jemand seiner Wallis aus dem Zug geklommen. Er wollte just mal kurz kommen. Nee, dem muss dort Stengefurt. Er hat direkt angefangen. Er hat direkt angefangen mit Schaffen und als dünn wie lang geblieben. Und ein paar Jahre wird hier eine Frau aus Sardinien bestürzt und sie grüßen zu Lützeburg Kanner. Bald 50 Jahre schwer geschafft, kann er abgezogen, ganz gut tun sie hier Schule gemacht. Und das ist ein typisches Beispiel, wie da Zehntausenden hier am Land gehen, und die kennen sicherlich auch so Geschichten. Werden Mann integriert? Eigentlich nicht. Sind Kanner integriert? Klar, ja. Und das ist typisch. Die erste Generation integriert sich meistens nicht. Die zweite Generation ist dann normalerweise integriert, und das ist auch hier der Fall. Wie konnten Kanner sich da lo integrieren? Erstens, größtenteils dank der Schule. Wo die Kanner zusammen mit den anderen sich vermischt haben, an Lützeburg an die anderen Sprachen gelehrt haben, aber wo sie schlussendlich ein gutes Diplom kruten. Zweitens, aber auch sie selber. Kanner von der Migration ihre Fleiß und ihre Willen, weil sie die Chance ergriffen haben. Weil sie wollten reüssieren. Auch wenn es vielleicht nicht immer so einfach war, und in diesem Fall auch dank den Eltern, die ihnen mit viel Ersatz bei den Hausaufgaben geholfen haben, so gut sie konnten, oft tun sie es selber nicht so richtig verstehen. Und drittens, dank dem guten Willen, und das soll man nicht vergessen, der positiven Ausstellung von den Lützebäuer. Integration geht an zwei Richtungen. Das heißt, dass auch die eine Seite muss bereit sein, Leute bei sich zu integrieren. Lützebäuer haben sie abgeholt, haben ihnen eine Chance zu gehen, hier an die Schule zu gehen, eine adäquate Arbeit zu kriegen und ihr Leben zu machen. Am gegenseitigen Respekt haben sie an der Schule, an der Kirche, am Verein und auch sonst die nötige Hilfe meistens gehen. Sind Kanner integriert? Ja, natürlich. Integration ist also ein langer, übergenerationeller Prozess. Und so Beispiele setzen wir auch ganz viel hier auch an der Chambre. Es sind etwas über 120 Jahre kennen wir Immigration zu Lützeburg und tun wir doch Integration. Ich kann nicht sagen, dass die Integration über die 100 Jahre gut funktioniert hat zu Lützeburg und ich gebe nicht die drei Hauptpillen hier rausstürchen, die öffentliche Schule, Motivation von den Konzernierten selber und aber auch die Bereitschaft von den Lützeburger. Das ist nicht selbstverständlich mit zu Lützeburg der Fall und das ehrt uns auch. Integration ist in einer offenen Gesellschaft, wie wir einen haben, an der es quasi keine Ausgrenzung gibt, aber wo sie darin abgeholt wird, den Heiers ganz oft ein Froh vom Willen von denen, die kommen, von den Ausländern. Die Integrationskommission von Kersch schreibt ganz interessant an ihrem Avis über die Motoren von der Integration. Einerseits, surtout la volonté de s'intégrer de la part des étrangers, und andererseits, l'autorisation de s'intégrer de notre part. Das ist, wir autorisieren, erlauben ihnen, sich zu integrieren, aber sie müssen auch den Schritt machen. Die Integrationskommission von Hesper gesagt hat ähnlich, aber sieht noch dabei, dass die Ausländer sich sollten mit den Konsequenzen leben, falls sie sich nicht integrieren. Hesper schreibt, cela signifie aussi que ceux qui refusent de s'intégrer avec succès doivent en subir les conséquences.
Wenn ein Migrant will, dann kann er sich ohne Barriere integrieren. Das ist sicherlich noch viel zu verbessern, gerade bei den Möglichkeiten für den Sport zu lernen. Aber die Möglichkeit tut hier. Und darauf können die Lützebäuer auch hilfreich sein. Wir müssten das nicht mehr miteinander vergehen. Und noch von den Ausländern sich nicht integrieren, weil ja sogar dann sind die Lützebäuer meistens zuvorkommend, sie wechseln dann an die anderen Sprache. Wo finden die das dann überhaupt auf der Welt? Zölle mit bald 50% Ausländer beweisen nicht, wenn wir nicht korrekt wären, dann wären sie nicht hier. Zu Lützebäuer gehen Ausländer ist so und das so und das ist so exemplarisch gut abgeholt. Sie kommen freiwillig und in dem Kontext können wir auch ruhig etwas verlangen. Und ich meine, bei aller Korrektheit, bei all zuvorkommen, wie bei der Jovialität, die wir ihnen entgegenbringen, können wir ruhig darauf pochen, dass sie ihre Schritte machen, für sich anzupassen, zu integrieren. Und ich will etwas auch hier auf hier helfen, hier in dem Kontext. Ich meine, kann ich aber nicht sehen, dass der Bemol auf vielen Plätzen die Regel gibt, für Französisch schwätzen zu müssen. Ich meine nämlich, dass du denen hast, die hier ins Land kommen, für Lützebäuerisch zu lehren. Das ist Integration und nicht umgedreht. Der Präsident hat in den letzten 100 Jahren die Integration gut funktioniert, die wird die zweite Generation. Aber es geht mich schwierig. Das ist auch schon ungeschwert gehen. Das leidet doch nicht um einzelne Lützebäuer oder um einzelnen Ausländer, sondern um der Gesamtsituation. Zwölle sind die letzten Jahre explodiert, am Juni sind das 10 Jahre, das wir den tatsächlich kann nennen, nämlich eine Massenimmigration zu Lützebäuer. Alle Jahre kommen über 20.000 Leute bei an Land. Gehen doch auch fort, wir kommen da zwar über 20.000 hin. Das heißt, dann 10 Jahre sind hier bei 200.000 neue Leute beikommen. Bei einer Bevölkerung von 630.000. Das ist, wie von Frankreich ob die 66 Millionen Einwohner 20 Millionen in den letzten 10 Jahren kommen werden. Das ist ein gigantisches Zweck. Mit der Konsequenz, dass Integration immer mehr schwer geht, weil es immer mehr schwierig geht, Leute zu finden, wo man sich kann integrieren. Es geht immer mehr rar. Und die Schule als Motto von der Integration kennt und ihre Grenzen. Die Schule packt nicht immer mehr schwer. 2 von 3 Kinder, die heute angeschult gehen, schwätzen kein Lützebäuerisch daheim. An verschiedenen Klassen hier im Land ist kein einziger Lützebäuer Mammensprachler mit dran. Auch nicht auf der Schule geht nicht mehr viel Lützebäuerisch geschwätzt. Kinder kommen nicht mehr richtig an den Kontakt mit der Sprache. Und an der Schule lehren sie eigentlich einen Spruch, der für sie immer mehr in vielen Situationen nutzlos gehen als Lützebäuerisch. Das ist nicht gut. Wir wollen also heute viel mehr Energie dran stechen, für das die Integration gelingt. Es geht nämlich so einfach, wie es gegangen ist. Just für zu zitieren, hat die deutsche Bildungsministerin Johanna Wanka von der CDU hat gesagt, sollte man den Anteil der Migranten in Schulklassen begrenzen, um eine bessere Integration zu ermöglichen. Das ist ja für uns hier in Lützebäuer absurd. Ne? Wir müssen in den letzten, wie viel mehr wie 30%. Wir müssen in den letzten Jahren viel probiert an der Schule, und für mich die wichtigste, couragierste und visionärste Idee war die von der Aufführung von Präkurs für Kinder von 3 Jahren an. Heimat konnten Kinder 1 Jahr Schule bei, mit dem Ziel, dass sie dann 1 Jahr mehr haben, für Lützebäuerisch zu lernen. Dann die schlechteste Idee von den letzten Jahren. 2 Stück. Erstens, die Aufführung von Französisch in der Spielschule, ob Kästen, das ist so, vom Lützebäuerischen. Und zweitens, die Abmachung von den sogenannten internationalen Schulen, die ja so international sind, dass sie nur Männersprache lehrt, wie an der normalen öffentlichen Schule. An diesen internationalen Schulen haben wir Segregation am Platz Integration. Von Schulen abgerichtet, wo Kinder aus Lützebäuer nicht mehr müssen die 3 Amtssprachen anständig lehren, das Niveau geht rauf. Da bricht als Gesellschaft genie do auseinander. B-Mol geht also ein typisch dreispruchiges Schulsystem aufgeschafft, für die Kinder mehr einfach zu machen. Das ist die falsche Priorität. Integration muss Priorität sein und nicht jeder ein Diplom gehen. Hier sehen wir als ADR klar den falschen Aussatz. Als ADR so wir nicht zu einer Verwässerung vom Schulniveau, aber wir sagen ja zur Integration. Die Regierung spricht mit ihrer Politik die Bevölkerung. Es wird ein Paradigmenwechsel stattfand und am Namen vom Neoliberalismus primiert erinnert der Minister Meisch haut den Individualismus. Und die sagen sogar selber, gehen wir den Slogan gucken vom Schulministerium, sie suchen unterschiedliche Schulen für unterschiedliche Schüler. Genießt da das die Individualisierung. Wo ist die Solidarität? Wo ist die Schule, die vereint, die zusammenbringt? Sie ist nämlich da.
Für diese Regierung ist der soziale Zusammenhalt dem nur zweitrangig gehen. Auch der LSAP, am Ende für den Heeren, wird hier Werte von der Gesamtschule abgehen. An die dramatischen Entschädigungen gehen hier sozialistisch Gewissen mitgedroht. Das ist traurig. An der Politik von der Regierung, die Politik ist nicht gut. Wir brauchen nämlich mehr Individualismus, wir brauchen mehr Gemeinsamkeit in unserer Gesellschaft. Ah ja, ist nicht mit der Kurt Schul als schwer für die Ausländer, aber sie ist auch schwer für die Lützebäuer. Weil es auch nicht von Gott geht, für die Lützebäuer für Französisch zu lernen. Und ich war 17 Jahre Prof und ich kann nicht sagen, wie immens viele junge Lützebäuer und auch Ausländer, die zum Beispiel immens Schwierigkeiten auf Französisch zu schwätzen. Weil es schwer ist. Und die aber dann, und das ist ein gewonnener Punkt, die gezwungen gehen, das zu machen. Also sie empfanden das als ungerecht. Du hast ein Gefühl, ich bin an meinem eigenen Land gezwungen, einen Fremdspruch zu schwätzen, den ich nicht gut kann. Das ist gefährlich. Ja? Muss man aufpassen. Das betrifft auch das, die mich schwer an der Gesellschaft, die vielleicht nicht so, die kein so ein Lobby holen. Ja? Und das ist auch nicht fair, wenn man auf der einen Seite von einem Lützebäuer einfach mal so unholen, dass sie muss Französisch schwätzen, während auf der anderen Seite so was, dass von ich von einem verlangen oder erwarten, dass der Lützebäuer schwätzt, er wird gesagt, das kann die nicht verlangen oder das für nationalistisch. Wie wenn es nationalistisch wird, Spruch vom Land zu schwätzen. Aber das ist normal. Zu Lützebäuer schwätzt man normalerweise Lützebäuerisch. Das sind Amtssprachen, die vom Amt gebraucht werden. Das ist nicht für zu schwätzen unbedingt. Wir sehen de facto seit 1839 ein ehesprachiges Land. Könnt ihr nur lesen beim Trauschsinger Bischof. An der Stadt, wo 50% von den Kanner, und da komme ich auf das zurück, was der Macht gesagt hat, 50% von den Kanner gehen an der Stadt nicht mehr an die normale öffentliche Schule. Und da stellt sich vor, ob die Integration noch möglich ist. Am Stadt der Gemeinderat ist für 4 Jahre darüber jetzt gegangen, und ich will heute das wiederholen, was demnächst Claudine Alz von der DP gesagt hat. Sie hat gesagt, dass viele Ausländer heute an einem Vase-Klo leben. Die frankophone Community do, die anglophone Community hier und so weiter und so fort. Wir kennen das alle gut, das ist so. Es gibt immer mehr Integrationsprobleme, hat sie gesagt. Und wir riskieren dann auch mitzukriegen. Weil die Integration funktioniert nicht mehr so gut, wie sie funktioniert hat. Einfach weil die Zahlen noch zu hoch sind. Und es müsste viel mehr eine Priorität sein von der Regierung. Und da kommen wir auf das Wort multikulturell. Was viel an den Avien benutzt wird, wo aber meiner Meinung nach ganz oft falsch verstanden wird. Ich will euch kurz erklären. In einer multikulturellen Gesellschaft gibt es verschiedene Kulturen. Dafür, dass eine multikulturelle Gesellschaft sich erhält, müssen die verschiedenen Kulturen sich erhalten. Dafür, dass sie sich können erhalten, müssen sie getrennt sich von ihnen nehmen. Wir sind also in einer Situation von Trennung von Parallelgesellschaften. Besser als Integration. Weil das bedeutet, Migranten kommen auf Lützebüsch an sie und ihr Kanner, passen sich löserlös an die bestehende Gesellschaft und das feiert dann zum sogenannten Melting Pot, an dem die Leute zusammen verschmelzen. Die zwei Modelle haben wir. Ich gehe jetzt das noch bei 3 Beispielen, für mich konkret zu machen. Schule. Integration heißt, Kanner gehen zusammen an Schule. Multikulturell heißt, Kanner gehen getrennt. Jeng du. Jana do, unterschiedliche Schulen für unterschiedliche Menschen. Zweitens die Familie. Integration heißt, dass Leute sich quer über Nationalitäten heraus mit den Eben stürden. Das kriegst du in dieser Lützebüsch nach dem Fall. Und auch bei mir selber. Das nennen ihn dann Mischehen. Das ist speziell zu. An einem multikulturellen System, da bleiben Leute in sich. Bestürden die Leute, die dieselbe Kultur und dieselbe Nationalität tun. Sie sind getrennt. An einem sozialen Leben, also selbst, Integration heißt, dann fangen wir zusammen an den Verein, wir vermischen uns da. Multikulturell heißt, alle Kultur, mit seinem Verein, mit seinem Kaffee, geht doch hier am Land. Und das ist auch typisch für die Leute aus der ersten Generation, dass die das machen. Also auch zum Teil zu verstehen. Bei der zweiten Generation sind wir da bei der Integration. Mit geht mir schwer. Konklusion ist also, Integration positiv. Gemeinsamkeiten, sozial zusammenleben, das wird als ganz, ganz, ganz positiv und ich gebe nicht fehlen lassen. Multikulturalismus ist Trennung, Splittung. Und da sind wir bei einem neuen Wort, beim sogenannten Vivre Ensemble, der hier auch gesucht wird. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht genau, was das bedeutet. Das ist für mich ein komplett sinnbefreiter Eidelfloskel. Vivre Ensemble, wo nicht Vivre Ensemble mit einem Notbar, aber mit einem Straße, ich weiß nicht, was das bedeutet.
Und ich frage mich eigentlich, ob das Fortvivre Ensemble nicht in Wirklichkeit heißt, nie auf den Nähe leben. Ja, einfach nicht stressen, nicht abfallen. Das kann aber nicht der Sinn sein. Ja, wie sollen Leute, die nicht integriert sind, an nie auf den Nähe leben, respektive mit den Nähe leben, noch zusammen eine Nation bilden? Herr Präsident, die Damen und Herren, Integration ist etwas Geniales. Integration kann in einem Satz resümieren, du kannst Teil von uns gehen. Das ist der Konträr von Diskrimination, das ist ein Zeichen von einer Offenheit, von einem Entgegenkommen. Integration verhindert Rassismus. Und auch von dem Thema, weil er bei einzelnen Leuten hohe Welle schlägt, so beweist die Offenheit, das Entgegenkommen. Wer mir hier und darüber raus auch den Unterschied von 50% Ausländern, die gerne sind, dass mir Rassismus zu Lützburg nicht mehr hohe spielen sollte, wie er tatsächlich ist. Fakt ist doch, ich bin ein bisschen gehässig, mein Sohn aber, der größte Rassismus, den ich in der Lecht erlebt habe, war ein Lauf für ein paar Tage von der Assoziation Let's Rise Up an einer öffentlichen Versammlung ausdrücklich Leute mit weißer Haut verboten hat, für Deal zu wollen. Das hat mich wirklich schockiert. Und ich hätte nie gedacht, dass selbst möglich wäre. Madame Kahn hat das übrigens akzeptabel fand. Für uns als ADR als Rassismus inakzeptabel. Wir als ADR wollen, dass die Ausländer sich integrieren, weil es positiv ist für uns alle. Und ich wollte einen schönen Satz, der leuchtet alle nur so, von der Integrationskommission von Kersch, aider les nouveaux résidents à s'intégrer dans notre pays, afin que le Luxembourg devienne leur nouvelle patrie. Dafür stimme ich auch, das ist schön. Herr Präsident, der wichtigste Faktor von der Integration zu Lützburg, das ist Lützburg schwätzen. Und das ist ein ganz noblen Faktor, weil es schließt keinen aus. Egal wie ein Haut für, wie ein Wurzeln, du kannst Lützburg lehren. Das ist immens offen. Und dafür sind wir als ADR, wir können ruhig drauf pochen, wir können verlangen, dass Ausländer, die den Spaß machen, für bei uns zu kommen, auch Lützburg lehren und sich integrieren. Natürlich in der Kondition, dass bei ihnen die Möglichkeiten dafür gehen. Aber wir können nicht verlangen. Als Ziel muss das sein, als Ziel von uns alle gut, am Sinn vom Madeneiner, vom sozialen Zusammenhalt, dass so viel Anwohner wie möglich Lützburg schwätzen. Da kommt überholen mal eine wie positiv und unkomplexierte Erstellung zu unserem Spruch, weil wir benutzen unseren Spruch nicht genug. Es sieht für einen Ausländer so aus, wie wir Lützburg sich geben, schummen, wenn es ihrer Spruch. Für was benutzen wir es nicht nur bei uns? Für was geben wir für Beispiel zu geben? Für was geben wir einem neuen Stadion kein Lützburgische Nummer? Was für ein Zeichen ist das? Für einen Ausländer, wo man so ein Liga Lützburgische, die geben wir einem Stadion und vielen anderen Sachen kein Lützburgische Nummer. Die versteht das hier nicht mehr. Für was sind wir so komplexiert? Was ist da geschieht? Wir sollten einen Spruch weisen. Wir sollten uns wie drin setzen. Das steht drin, der gesagt und unwählen kann. Das ist wie an einem Butik. Wenn der Welt etwas verkaufen, dann muss er dann viel drin setzen. So ist auch mit der Spruch. Von daher gehört das Leute zu lehren, dann muss man dann viel drin setzen, da wo sie sich sehen, auf dem Podium. Am Platz, dass man es am Keller verstoppen, wie ein Geheimnis. Das hält doch kein Mensch auf der Welt als Evil, wenn wir zu Lützburg als Spruch benutzen, und es geht keinem weh. Am Contrary, das ist ein Zeichen von Offenheit. Auch viele Ausländer verlangen dadurch. Sie so. Wie sollen wir den Spruch lehren, wenn dir selber sie nicht benutzt? Gerade am öffentlichen Raum. Und ich habe in dem Sinn eine Motion präpariert, für eben gerade lehren, von der Lützburger Spruch, dadurch zu erleichtern, dass man sie gezielt mehr, nicht auf den anderen Sprachen, ganz klar, gezielt mehr am öffentlichen Raum, Panoen, Informationen benutzen. So, noch ein paar konkrete Punkte, die ihr machen müsst, für eine bessere Integration. Absolut, das Sprachniveau für die doppelte Nationalität darum rupsetzen. Weil das als ein Incentive für sie besser zu lernen. Mehr Sprachkurse, auch bezahlt, obligatorisch, Sprachkurse während der Arbeitszeit. Und natürlich mehr Unterstützung für Sports- und Kulturvereine, die ein wertvoller Arbeit machen. Und dann Gemengen, das viel Rätsel wird Gemengen an der Stadt. Sprachgebrauch. Es wird geschwärzt von drei Sprachen. Wenn ich gucke, die meisten Gemengen in der Internetzeit, die als E-Sprache auf Französisch. Als das Integration in der Gemeng. Ein großer Respekt für den Engel zu wissen, die heute zweisprachig. Ich gebe euch noch einen Tipp, geht, macht die Zeit so, dass ihr automatisch auf die letzte Sprache könnt,
an die Französisch muss so klicken, dass das nach mehr ein Incentive für Lützburger Spruch an den Vordergrund zu setzen. Aber ich muss mich wirklich da loben. Ja, mit das ist auch in der Dich geschieht, ne? Ja, so, kommen zum Schluss. Integrationsschwierigkeiten sind mir klein, wenn die zu Lützburg wohnen und die aus allen leeren Ländern kommen, sich auf Dauer am Engen an derselben Spruch verständigen können. Lützburg darf kein Land gehen, das sprachlos geht, wenn man sich selber schwätzen will. Ich gebe mir wünschen, dass es nicht, weil es kein anderes Schwach gibt, sondern weil es Spruch vom Land ist, dass all die Leute, die auf Lützburg leben kommen, an all die, die in der Schaffe kommen, Lützburger Spruch so gut beherrschen, dass sie sich in der Gesellschaft und am Beruf können verständigen. Dazu hat Jean-Claude Juncker an der Chambre gesagt im Jahr 2002. Und das ist ganz aktuell, und wir als ADR so in der Haut nach. Wir wollen keinen seelenlosen Multikulti-Wirrwach gehen, wo das einzig für die Leute noch zusammenhält, hier nur Geld ist. Wir wollen als Eigenart erhalten, als Kultur, als Spruch, als Tradition, als Geschichte, ja, als Gemeinsamkeiten. Der stabile Kern von unserer nationalen Identität, zu der auch als Offenheit gehört, an der so wichtig ist, an der die Menschen Halt geht. Und wir wollen die Ausländer durch Integration mit Arbeit sehen, wir gehen ihnen durch die Hand. Spruch und Integration sind stark mit ihnen verbunden. Sie sind Voraussetzung für ein stark zusammenhaltend Nation zu bleiben. Wir als ADR setzen uns dafür an. So nicht, merci. Très bien. Très bien. Très bien.